Jakob Böhme. Ich bekenne einen ewigen Gott, der da ist das Ewige, Unanfängliche, Einige, gute Wesen, das da außer aller Natur und Kreatur in sich selber wohnet und keines Ortes noch Raumes bedarf, auch keiner Messlichkeit, viel weniger einigen Begriff der Natur und Kreatur unterworfen ist. Und bekenne, dass dieser einige Gott dreifaltig in Person sei, in gleicher Allmacht und Kraft als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und bekenne, dass dieses dreieinige Wesen auf einmal zugleich alle Dinge erfülle und auch aller Grund, aller Dinge Grund und Anfang sei gewesen und noch sei, auch ewig bleibe. Mehr glaube und bekenne ich, dass die ewige Kraft als das göttliche Hauchen oder Sprechen sei ausgeflossen und sichtbar worden, in welchem ausgeflossenen Worte der innere Himmel und die sichtbare Welt stehet, samt allem kreatürlichen Wesen, dass Gott habe alle Dinge durch sein Wort gemacht. Ich vermahne euch alle, die ihr dies höret, verstopft doch nicht eure Herzen, seht doch die Zeit an und denkt ihr nach, seht doch, in welcher Zeit wir und unsere Väter gelebt haben, als nämlich in eitel Zank und Streit. Was ist die Welt, wie der Mensch frömmer geworden vom Spott und Streit? Nichts. Nur heilloser und üppiger, verächtlicher und spöttischer. Was sind die genannten Christen jetzt besser als Türken und Heiden? Wo ist die christliche und evangelische Frucht? Ein jeder spricht, es wird gut werden, wenn nur dieses Übel verging. Ich aber sage euch in wahrer Erkenntnis, dass es nicht gut wird, sondern ist nur immer Ärger. Es kehre dann ein jeder in sich selbst um und wende sein Herz und Gemüt zur Liebe und Einträchtigkeit. Sonst wird ein Volk das andere fressen und werden sich die Länder verzehren, verwüsten und zerstören. Und wird eine solche leichtfertige böse Welt werden, dass sie nicht wert sein wird, dass sie Menschen heißen. Lasse es sich nur ein jeder ein Ernst sein und suche sich selber in sich und sehe, was er sei und denke, wie er seinen Bruder will in Liebe suchen. Er gehe nur von Geiz und Hoffart aus und lasse sich begnügen an Hülle und Fülle und setze sein Vertrauen in Gott, der gibt Regen und Segen. Wir nehmen doch nichts mit von dieser Welt. Was zanken wir denn um das Eitle und verscherzen damit das Unvergängliche? Es muss doch zu dem Ziel kommen, oder wird ja noch böser werden. Und welch Volk nicht wird wollen in dieses Ziel eingehen, das muss ganz ausgezehret und gefressen werden, deutet der Geist der Wunder.
Träg doch eine Biene aus vielen Blumen Honig zusammen. Ob manche Blume gleich besser wäre als andere, was fragt die Biene danach? Sie nimmt, was ihr dient. Sollte sie darum ihren Stachel in die Blume stechen, so sie des Saftes nicht möchte, wie der verächtliche Mensch tut? Man streitet um die Hülsen und den edlen Saft, der zum Leben dienet, den lässt man stehen. Darum lasset uns nicht stolz und sicher sein und uns nicht auf Kunst verlassen, viel weniger auf den Buchstaben, dann sein Geist ist uns ohne Gottes Geist verborgen. Wir haben Gottes Willen in der Heiligen Schrift klar, aber ohne Gottes Geist haben wir nur die Hülse und ein totes Wort. Gottes Geist erweckt erst das lebendige Leben ins Wort. Dass wir den Buchstaben, das aufgeschriebene Wort verstehen, das weiset sich genug aus, dass die Kunstgelehrte nur Buchstabengelehrte und nicht von Gott Gelehrte sind. Sonst zankten sie nicht um Christi Ehre und Lehre und würden sonst nicht also um den Kelch Christi tanzen. Wann gleich tausend von Gott Gelehrte, welche im Geist Christi erboren sind, beieinander wären, und da in jeder eine sonderliche Gabe und Erkenntnis in Gott hätte, so wären sie alle in der Wurzel Christi einig und begehrte ein jeder nur die Liebe Gottes in Christo. Welcher Jünger wird sich über den Meister erheben? Sind wir in Christo ein Leib? Was darf dann ein Glied mit dem anderen zanken um die Speise? Wenn der begehrende Mund isset, so empfangen alle Glieder Kraft. Ein jedes Glied hat seine Geschäfte, die Wunder Gottes zu eröffnen. Wir führen nicht alle ein Wort, aber einen Geist in Christo. Einem jeden wird es zugeteilt, was er in Gott eröffnen soll, auf dass die großen Geheimnisse Gottes offenbar werden und die Wunder so von Ewigkeit in seiner Wirklichkeit sind ersehen worden, zu welchem Ende die Seele von Gott ward geschaffen. So ihm aber der Geist die Signatur eröffnet, so versteht er den anderen Mund und versteht ferner, wie sich der Geist im Hall der Stimme offenbaret. Denn dass ich sehe, dass einer von Gott redet, lehret, predigt und schreibt, und gleich dasselbe höre und lese, ist mir es noch nicht genug verstanden. So aber sein Hall und sein Geist aus seiner Signatur und Gestaltnis in meine eigene Gestaltnis eingehet und bezeichnet seine Gestaltnis in meine, so mag ich ihn im rechten Grunde verstehen. Es sei geredet oder geschrieben, so er den Hammer hat, der meine Glocke schlagen kann. Was ist noch verborgen? Die rechte Lehre Christi? Nein, sondern die Philosophie und der tiefe Grund Gottes, die himmlische Wonne, die Offenbarung der Schöpfung der Engel, die Offenbarung des gräulichen Falls des Teufels, davon das Böse herkommt, die Schöpfung dieser Welt, der tiefe Grund und Geheimnis des Menschen und aller Kreaturen dieser Welt, das jüngste Gericht und Veränderung dieser Welt, die Geheimnisse der Auferstehung der Toten und des ewigen Lebens.
Dieses wird in der Tiefe, in großer Einfalt aufgehen. Warum nicht in den Höhen der Kunst, auf dass sich niemand rühmen darf, er habe es getan. Und des Teufels Hoffart hiermit aufgedeckt und zunichte gemacht werde. Warum tut Gott das? Aus seiner großen Liebe und Barmherzigkeit über alle Völker und hiermit Amt zu zeigen, dass nunmehr vorhanden sei die Zeit der Wiederbringung, was verloren ist, da die Menschen werden staunen und genießen der Vollkommenheit und wallen in der reinen, lichten, tiefen Erkenntnis Gottes. Darum wird zuvor hin aufgehen die Morgenröte, dabei man den Tag erkiesen und merken kann. Wer nun will schlafen, der schlafe immerhin. Wer da will wachen und seine Lampen schmücken, der wache immerhin. Siehe, der Bräutigam kommt. Nur wer wachet und geschmückt ist, der geht mit zur himmlischen Hochzeit ein. Wer aber schläft, wenn er kommt, der schläft immer und ewig im finsteren Kerker der Grimmigkeit. Darum will ich den Leser treulich gewarnt haben, dass er dieses Buch mit Fleiß lese und sich an der Einfalt des Autores, sich nicht an der Einfalt des Autores ärgere. Denn Gott sieht nicht auf das Hohe, denn er allein ist hoch, sondern er sieht, wie er dem Niedrigen helfe. Wird so weit mit dir kommen, dass du des Autores Geist und Sinn ergreifest, so wird's keine Ermahnung mehr bedürfen, sondern du wirst dich in diesem Lichte freuen und fröhlich sein, und deine Seele wird darin lachen und triumphieren. Ich messe mir noch keine vollkommene Erkenntnis zu, denn was gleich vollkommen ist, das ist nicht meines Verstandes, sondern im Geist Christi, in meinen Brüdern offenbar. Ich bin mir als ein Nichts, auf das ich in der Erkenntnis, in meinem Bruder, in seinem Geiste, etwas erfunden und erkannt werde, und dass Gott in Christo in uns alles, beides, der Verstand und auch das Wollen und Tun. Darum vermahne ich euch, solches nicht als christlich und brüderlich zu verstehen. Denn ich bin nicht ein Herr eures Geistes und Erkennens, sondern euer Gehilfe im Herrn. Nicht schreibe ich mir dies zum Lobe, sondern darum, dass der Leser wisse, worin meine Wissenschaft steht, damit er nicht einen anderen bei mir suche, der ich nicht bin, sondern der ich bin, der sind alle Menschen, die in Christo Jesu, unserem König, ringen nach der Krone der ewigen Freuden und leben in der Hoffnung der Vollkommenheit. In meinen eigenen Kräften bin ich ein so blinder Mensch, als irgendeiner ist, und vermag nichtens, aber mit dem Geiste Gottes sieht mein innegeborener Geist durch alles, aber nicht immer da beharrlich, sondern wenn der Geist der Liebe Gottes durch meinen Geist durchbricht, alsdann wird die animalische Seele und die Gottheit ein Wesen, eine Begreiflichkeit und ein Licht.
nicht bin allein ich also, sondern es sind alle Menschen also, es sei gleich Christen, Juden, Türken oder Heiden, in welchem die Liebe und Sanftmut ist, in dem ist auch Gottes Licht. Wolltest du sagen nein? Es leben die Türken, Juden und Heiden ja auch im selben Körper, darin du lebst, und brauchen auch desselben Leibes Kraft, die du brauchst. Dazu haben sie auch denselben Leib, den du hast, und derselbe Gott, der dein Gott ist, ist auch ihr Gott. So wirst du sagen, sie kennen ihn aber nicht und ehren ihn nicht. Ja, lieber Mensch, rühme dich nur. Du hast's wohl getroffen. Du kennst ihn vor anderen wohl. Siehe, du blinder Mensch, wo die Liebe in Sanftmut aufgeht, da geht das Herz Gottes auf. Denn das Herz Gottes wird im sanften Wasser des angezündeten Lichts geboren. Es sei gleich im Menschen oder außer dem Menschen. Es wird überall, im Zentrum, in der Mitte, zwischen der äußersten und innersten Geburt geboren. Und was du nur ansiehst, da ist Gott. Die Begreiflichkeit aber steht in dieser Welt im Zorne. Die hat der Teufel angezündet. Und im verborgenen Kerne, mitten im Zorne, wird das Licht oder Herze Gottes geboren, dem Zorne unbegreiflich, und bleibt ein jedes in seinem Seele. So ist der Grund der heiligen Dreifaltigkeit in einem göttlichen und unzertrennlichen Wesen. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, von Ewigkeit, von nichts herkommend, von und aus sich selber, von Ewigkeit, immer erboren. Kein Anfang noch Ende, sondern in sich selbst wohnend, mit nichts gefasst, keiner Räumlichkeit unterworfen, weder Ziel noch Ort. Sie hat keine Stätte ihrer Ruhe, sondern die Tiefe ist größer, als wir sinnen, da es doch keine Tiefe ist, sondern die unerforschliche Ewigkeit. Und wer hier nach einem Ziel und Ende will sinnen, der wird von der Gottheit torbiert. Denn es ist keines, es ist der Natur Ende. Und der tiefste Sinner tut wie Luzifer, der über die Gottheit wollte ausfahren in Hochmut und war doch keine Stätte, sondern fuhr nur in sich selber in die feurige Grimmigkeit und verdarb am Quell des Reiche Gottes. So ist uns zu betrachten, wie aus dem ewigen Guten ein Böses werde, das in dem Guten doch keinen Anfang hat zum Bösen, woher Finsternis, Pein und Qual entstehe, und dann, woher die Finsternis, ein Glanz oder Licht entstehe. Denn wir können nicht sagen, dass das ewige Licht
oder die ewige Finsternis geschaffen sei. Sonst wären sie in einer Zeit und in einem gefassten Anfange, welches nicht ist. Denn sie sind mit in der Gebärung. Anmerkung des Lesers: Die lichte und die finstere Welt oder das Böse und das Gute, das Verbrennende, das Verzehrende und das Sanftmütige, Liebliche, diese beiden Quellen, Gut und Böse, sind die basalen metaphysischen Kräfte, die sich in einer dritten Welt ergießen, in unterschiedlicher Komposition. Und dass wir Menschen die Pforte sind, durch die sich das Böse und das Gute ergießt. Und dass nichts in dieser Welt, weder Kraut, Kristall, Stein, Baum, Tier, Sterne, was es auch sei, von diesen basalen, transzendentalen Kräften frei sei. Und obwohl diese beiden Kräfte im Hintergrund stehen, sind sie nur Ausdruck der Offenbarung des einen einzigen Wesens, dessen Tiefe wir nicht verstehen können, sondern nur erleben können.